Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 2. Wir sind bei der Börseparade. Genau, danke fürs Warten, Freunde. Es geht los, Börseparade und Feuer. Wen erwischt es? Ach ja, es erwischt mich und Mario. Stimmt, da war der im letzten Part. Die Aufnahme ist gestern her. Wir sind in der 20. Runde, um ganz genau zu sein. Ja, ist das nicht schön? Mario verliert Geld. Ich auch. Ist das auch herrlich? Ja, ich verliere auch Geld, aber ich verliere nur für 3 Felder Geld, sprich 6 Münzen. Noch im Bereich des Verkraftbaren, ja. Da seht ihr es ja gut. Mario hat auch nur 10 Münzen gehabt, von daher geht das weg. Vielen Dank fürs Mitmachen. Die nächste Runde für den 5 Runden schon. Bis dann! Hohoho. Alle haben Geld bis auf Donkey Kong und mir. Ich habe mich gerade selber nicht gesehen. Und der Stern ist ja schon leider weg. Peach führt momentan, ja, mit einem Stern Vorsprung, den sie im letzten Part durch einen Ereignisblock bekommen hat. Ja, die Parade kostet beginnt in 5 Runden, sind nämlich nicht genug Geld, um die Parade umzuleiten. Na gut, wer kein Geld hat, braucht auch kein Geld verlieren bei der Parade oder extra dafür ausgeben. Der Bankkredit hat sich schon mächtig erhöht auf 125 dicke, fette Tollerchen, ja. Das ist ja nicht mehr normal. Und ja, ich nehme das ja am 4.1. auf, aber ich nehme dieses Projekt jetzt mittlerweile so viel auf, ey, dass ich davon bald, ja, ganz einfach, damit ich es bald in Frührente schicken kann. Und, ah, oh, schade, ein Feld weiter, Donkey Kong. So, mal schauen, was wir jetzt reißen hier. Wir gehen durch die magische Röhre. Mal wieder. Und kommen, okay, da kommen wir raus. Das ist natürlich nicht so gut. Ich weiß gar nicht, wo der Stern als nächstes ist. Oh mein Gott, oh, holy fuck. Wir spielen Jump den Toad. Oder springt 5-mal auf den Toad. Könnte man das auch nennen. Start! Das ist keine sichere Garantie. Okay, ja doch, 2. Ja, der Affe und das Reittier machen alles richtig. Es bleibt auch leider so beim Donkey Kong. Aber ich habe ein bisschen Vorsprung. Nicht viel. So, jetzt habe ich einen Vorsprung. Das war der Fisch. Das war der Kettenhund. Das war nochmal der Kettenhund. Und das ist der Sieg! Juhu! Aber knapp, ey. Peach ist gerade auf 4 gekommen. Gerade eben, da baut sich die 4 auf. Ja. Nur schade, leider baut sich bei Peach nicht den Platz 4 auf. Das ist das andere Problem, aber egal. Vielleicht tut sie uns den Gefallen und sprengt die Bank! Der Kredit ist vielleicht, du bist 125 Minuten zurückzahlt. Ja, leider nicht. Du bist in Zahlungsnot, unfassbar! Ja, aber echt, ey. Das geht doch mal gar nicht. So, damit ist der Kredit weg. Das gefällt mir richtig gut. Aber mir hätte es mir gefallen, wenn er den Kredit bezahlt hätte. Na gut, er braucht wieder da. Er wütet ja wieder schon quasi auf mit seinen 5 Münzen. Die arme Peach hat's erwischt. Zu Recht, möchte ich betonen. Wo ist denn jetzt der Stern, ey? Muss ich mal kurz kontrollieren hier. Zack. Ah. Okay, dort. Oh, ist ja doch nicht so verkehrt hier. Ich möchte die Parade nicht umleiten. Weil jetzt bin ich aus dem Gefahrenbereich erstmal raus. Sie kommen nämlich in 3 Runden wieder. Und das gefällt mir ganz besonders nicht. Wenn ich halt nicht wie mal drin stehe. So, Kanoneninsel. Ist ja kein Island. In Bowser Island. Bowser Land passt es ja besser, aber egal. So, Feuer frei! Donkey Kong ist draußen. Der geldgeile Affe ist schon mal weg. Immer noch keine Suchraketen. Ich wollte gerade sagen. Die Suchraketen, die haben gefehlt. Ich sollte schon springen, wenn gerade diese Suchraketen kommen. So, jetzt kommen sie. Beginnen! Glück gehabt. Alle 3. Die Ärmsten bekommen Geld. Außer der Affe. Na gut, ich bin nicht der Ärmste von den 3, aber egal. Ich nehme das Geld natürlich auch an. So ist es ja nicht. So, Peach, mach mal was Schönes. Ja, eine 10. Ist leider was sehr Schönes für sie. Aber ich muss den Affen davon hindern, dass er sich einen Stern holt. Ey, sonst bin ich nur noch Dritter. Und das ist dann gar nicht mehr so lustig hier, wie das mal am Anfang war. Mario könnte auch dahin rennen und er kommt vor uns dahin. Ja, alle setzen sich beieinander und der holt auch den dritten Stern, ey.
Was geht hier ab, ey? Ich hatte mal einen richtig geilen Vorsprung. Der ist weg. Der ist plötzlich weg. Dritter nur noch. Ich muss mal hier zum Mr. Ghostbusters gehen. Wo ist er jetzt? Ah, wer da oben? Okay. Da muss man im Itemladen vorbei. Boah, ich brauche diesen Stern dringend, ey. Ich kann nämlich nicht so ganz viele Sterne aufholen. Wenn überhaupt einen. Aber da sind wir dann noch im grünen Bereich, würde ich sagen. Weil sowohl der Münzstern als auch der Minispielstern, der wird definitiv mir gehören. Wehe! Nur Münzen. Gott, Glück gehabt. Also sie geeiert manchmal richtig, richtig Schwein mit sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich schon ein Schwein gehabt hat auf diesem Brett. Boah, das war genügen. Doch gerade nicht weiterhin das Vergnügen, dann noch weitere Runden zu drehen. Schade eigentlich. Und dann letzter, obwohl er am meisten Geld hat von der KI. Ich krieg auch eine C, das ist auch mal was Seltenes. Bestimmt komme ich dafür auf Borsafeld oder sowas. Ja, natürlich. Als wenn ich es geahnt hätte, dass diese C was Unglück für mich bereithält. Ja, super, ey. Super. Die 10.000 Bonusmünzen hätten mir wie mehr gestanden, aber das tut mir kaum weh hier. Wenn wir das Minispiel jetzt gleich gegen die gewinnen, dann ist es eh wieder Schnee von gestern. Ja, wir winken zurück hier. Die machen wir eiskalt noch fertig, ey, auf diesem Brett. Davon kannst du stark ausgehen. Chaos Bowling! Ich darf bowlen gehen! Juhu! Ist das nicht nice? Start aber sehr gerne doch. Starte Bonzer ins Verderben. Der kleinen Ratten, das haben wir gerne. Moin. Alle umgenietet. Na, die zwei Münzen da links hätte ich auch noch gern gehabt, aber egal. Eigentlich habe ich noch einen Wurf. Fähr damit. Da stehen noch zwei Kegel. Zwei Pins eigentlich. Ne, Pins, Entschuldigung. Kegel sagt man ja nur beim Kegeln. In dem Bowling sagt man ja Pins dazu. Da sind es ja keine Kegel. Weil ich glaube, die Pins haben eine andere Form. Und der nächste Steuerzahler ist doch herrlich geil. Oh, welch ein Ding, der Schicksal sei gegrüßt, Bitch. Komm zu mir, das Roulette wird dein Schicksal beeinflussen. Und auch bestimmen. Natürlich darf jeder jetzt blechen, das ist ein Vorteil für mich, ja. Wieder 20 dicke, fette Talerchen. Damit sind es wieder alle ein bisschen ärmer. Und Bowser ist so knapp um 80 Münzen reicher geworden. Ja, so schnell kann es gehen hier. Kampfmäßig wäre jetzt nicht von Vorteil für mich. Oh, er geht in eine rote Röhre. Ist das ein Unterschied? Nein, ist kein Unterschied. Das werden wir jetzt gleich sehen. Da kommt er auch raus. Da kommt man auch sehr, sehr oft raus. Ist mir auch jetzt bis jetzt schon aufgefallen. So, Donkey Kong hat immer noch genug Geld für den Mr. Stern. Er leitet die Parade nicht um. Nur noch zwei Runden bis zur Spider-Man-Parade. So, aber er muss sich ein Item kaufen für 17, ein Warp-Block. Das bringt ihm unter die magische 20-Münzen-Grenze. Das könnte meine Chance sein, mit einer 10 zum Beispiel. Ja, mit einer 10 zum Beispiel. Die wäre vorhin schon gewürfelt, dann würfen wir jetzt das blanke Gegenteil. Jetzt muss ich noch mit dem zusammenarbeiten. In Toads Big Band, ja, da werden wir mit Absicht falsch spielen. Weil, Peach kann die 10 Münzen gebrauchen und Mario auch. Und ich brauche die 10 Münzen eh nicht, deswegen spielen wir falsch. Deswegen spielen wir so oft Trommel, wie es nur irgendwie geht. Weil ich die Trommel gerne höre. Das sollte schon die Niederlage sein. Ich kenne einen Rekord hier auf in Sache Minus, ey. Geiler Sound dazu, oder? Das nennt man Taktik, Jungs. Das ist Taktik. Glückwunsch am Traumpaar hier. Woo! Das war Skill. Das war richtiger Skill. Natürlich kann man sich mit dem Item doch wegwarpen. Natürlich. So, sie möchte die Parade nicht umleiten. Oh, die Parade beginnt in einer Runde. Da kann ich ja die Parade noch exakt umleiten, so wie es mir gefällt. Ja. Keine Widerrede für den Skelettschuss für 10 Münzen, ey. Das ist purer Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Oh ja. Ah, nein.
Oh Mann, ich muss die Parade umleiten. Ich muss die Parade umleiten. Umleiten! Wir wollen sie alle sehen! Mal gucken, was Donkey Kong macht. Nur in der... Wo kommt der raus? Wo kommt der raus? Wo kommt der Lacker raus? Wo kommt der Lacker vom Dienst raus? Scheiße! Eine 9. Katze! Komm ich da? 2, 4... 6, 8... Oh, verdammt! Knapp! Ein Feld fehlt mir! Oder 2, 4, 6... Ja, mir fehlt ein Feld, ey. Dammit! Hätte ich die Parade nach rechts umleiten können. Das hätte ich nicht machen können. Was kriege ich? Ein Pilz! Yippie! Ein brauchbares Item. Auf jeden Fall. So, jetzt holen wir uns also die Führung zurück hier. Mit diesem Stern, der meinen Namen trägt. Ole! So, nächster Stern ist wo? Okay, ich dachte jetzt schon im Karussell davon, dieser Quarkentime, ey. Ne, Pustekuchen. Der Stern befindet sich dort. Am Arsch der Welt, du kleiner Pisser, ey. Ja, jetzt die Bombe wäre noch grandios. Zum Glück komme ich nicht auf die Bank. Muss keinen Kredit abbezahlen, ey. Zum Glück muss ich in Wirklichkeit auch keinen Kredit abbezahlen. Ich bin auch froh, dass ich noch keinen Kredit aufnehmen musste, ey. Ich hoffe ja auch nicht. Weil dann hört der Spaß irgendwo auf. Mit Geld, ey. Schulden nie machen. Nie Schulden machen. Weil die meisten Jugendliche holen sich echt Schulden durch Handy oder sowas. Das ist kein Witz. Das ist wahre Realität. Handyverschuldung. Zigaretten kann ich mir auch noch gut vorstellen. Luxusartikel, Markenklamotten kann ich mir auch noch gut vorstellen. Dass man sich da auch noch sehr hoch verschuldet. Also, man wird aber auch so ein bisschen von den Medien ein bisschen reingeprescht, sag ich mal so. Ja, sich da wirklich als Jugendlicher hoch zu verschulden. Da gehört ein bisschen Disziplin auch dazu. Ja, ganz klar sagen, erst sparen und dann, oder am besten sagen, erst das Geld mal haben. Dann kann man sich was lohnen. Das ist nur mein Rat. Sollten eigentlich die Eltern machen. Ja, und man muss auch mal auf was verzichten können im Leben. Ist ganz einfach so. Auch wenn die Mitschüler das schon haben. Das war bei mir auch der Fall manchmal. Und muss man halt in den sauren Apfel beißen und mal verzichten auf das, was man sich nicht leisten kann. Weil je früher ich mich verschulde, desto schlimmer später, wenn ich dann eine eigene Familie habe. Dann kann ich mein Kind zum Beispiel nichts bieten und dann ist es eh schlecht. Also erstmal Job und Karriere in den Griff kriegen, bevor man hier schon mit 16, 17, 18 sich verschuldet. Das geht ganz schnell. Ich spreche jetzt hier nicht so aus eigener Erfahrung, aber was die Medienwelt so preisgibt, das geht schnell. Besser Parade, leider, wenn wir sie nicht erleben. Hinweis auf Kulturen, weil die Parade leider abgesagt werden. Ja, leider. Wegen der Pitch hier, ey, muss die Parade abgesagt werden. Ja, Bitch, du bist schuld. Wie? Warum kriegt die noch mal 2 Kredite, ey? Alter, der macht... Ey, die machen ja echt den Boss arm, ey. 15 Münzen liegen jetzt in der Bank. Oh Gott. Natürlich tut sie den öffnen. Ich werde dich überhaupt nicht vermissen. Und natürlich geht sie da jetzt rein und kriegt ein blaues Feld, okay? So, der Quackenmeister, unser Feier, Mario. Ja, ist quasi unser Feier, denn er ist auf ein rotes Feld gekommen. Okay, Donkey Kong möchte sich gerne warpen. Mit mir natürlich. Gefällt mir das überhaupt? Nein! Das gefällt mir mal gar nicht. Es würden sich einige sagen, das müsste mir nicht sehr gut gefallen, weil ich jetzt wieder näher am Stern bin. Ja, kann man auch so sehen. Ich werde auf jeden Fall den Pilz einsetzen, damit ich auf diese Krakenfelder vorbeikomme. Vorbei huschen kann quasi. Bei dem Pilz brauche ich eh nicht mehr. Das war ja eh kein Rabatt, ey. Das war purer Wucher, 12 Münzen dafür zu verlangen. Das ging ja mal gar nicht. Ach Gottchen, jetzt gib mir doch mal was Gutes hier, ey. 3, ey. Das ist ja mal gar nicht gelohnt. Ja, Apparat bitte umleiten. Danke. Und alles wäre das 3 Minigame. Der Elektroroller hast du schon verkackt, Mario. Und das kannst du gar nicht gewinnen. Jetzt haben wir schon 2-mal die Bowser-Parade in einem Part gesehen. Oh, oh. Na gut, ein Part ist auch ein bisschen mehr als 5 Runden.
meistens so 8 Runden ein Part. Aber hier kommen wir auf den Durchschnitt von 7 Runden. Beim Elektroroller, ja, Hochspannungsgefahr hier. Das war das Atomzeichen, glaube ich, da in der Mitte draufstehen, oder? Das Gefahr, oder nee, das Gefahrensymbol, oder? Ich bin noch gar nicht drauf eingegangen, dass das Gefahrensymbol ist. Die zwei Röhre da hinten, warum so gelb und lila sind, keine Ahnung. Oh Gott. Na gut, die Hochspannung ist ja lila, da unten sehe ich es gerade. Und der Strom ist gelb, passt dann also doch farblich. Ich hab nichts gesagt. So, 10 Münzen für uns 3. War das überhaupt clever? Ja, egal. Peach ist, glaube ich, eh schon am Stern vorbei. Ja gut, sie kommt jetzt eher in Buhu noch vorbei, ey. Um mir noch Stern, Münzen zu skipitzen. Dann kann ich leider nichts dran ändern. Nur, dass es wieder mal unfair ist im Spieler gegenüber. Aber das interessiert ja grundsätzlich keinen. Komm, das reicht, Buhu. 20, 30, 35. 25. Ich mach da nur 20 plus mit, ey. Das ist eine Gemeinheit. Eine dicke, fette Gemeinheit. Ole. Ja, da hat sie sogar die Führung wieder übernommen, ey. Nur so als Randnotiz. Eigentlich müsste ich mal gleich Glück haben, ey. Mal wieder eine hohe Zahl würfeln, ey. Nach 1 und 2 mit dem Pilz, ey. Muss da jetzt mal wieder was Positives bei rauskommen. Das, was nicht positiv ist, kommt bei Donkey mal wieder raus. Ist auch mal was Feines, oder? Hehe. Komm, jetzt geht was Gutes hier. Komm. Ja, super, bin die Krake rein. 1, 2, 3. Als nächstes muss ich eine 4 würfeln. So, mit 50 Münzen, mit einer Münze habe ich gerade wieder die Führung übernommen. Flitzebogen. Okay, wenn Mario gewinnt, ist es nicht ganz so schlimm. Ne, ist nicht ganz so schlimm. Ah, doch, oder kommt er vor der Bank raus? Das ist eine gute Frage. Ich weiß das jetzt gar nicht. Ich weiß es da gerade echt, leider echt nicht. Aber er konzentriert sich irgendwie nur auf mich. Der größte Fehler, den er machen kann. Ja, Buhu. Ich glaube, Buhu abzuschießen. Nein. Ah, danke. Jetzt hätte er mich getroffen, aber egal. Wir haben gewonnen. Ich habe mich auch treffen lassen können. Aber ich möchte Geld haben. Also eine Münze für euch vor Peach. Das ist ganz schön spannend gerade hier. Aber das Gefühl, die Runden gehen um einige schneller gerade rum, oder? Oh, 27, ja gut. Willst du die Parade umleiten? Nein. Du gehst aber freiwillig dann nach links, Peach. Hier vorhin sind es noch 3, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe. Oh mein Gott! Fast die Bank gesprengt, die schon wieder auf 20 Münzen angewachsen ist. Nein! Von Skelettschüsse ganz dringend. Jetzt glaube ich jetzt einfach nicht. Das kann's nicht sein. Was für eine Dusel, was für ein Glück für Peach und was für ein Pech von ihrem Ehemann, der 20 Münzen zahlen muss. So, damit ist die Bank wieder auf 0 resettet. Ja, fast auf 0 resettet. Denn wir fangen mal gleich wieder an, da wieder ein bisschen Geld reinzupumpen. Oder rauszupumpen, besser gesagt. Mann, ey, das gibt's doch echt nicht. Okay, eine 5 ist jetzt gekommen. Das kann nicht sein, dass die Büch so ein unverschämtes Glück hat, jetzt mit diesem Ereignisblock noch da hinzu. Wie soll ich die Frau denn aufhalten können? Ja, das war doch ein Fehler, die mitzunehmen. Ich muss mich in Hexagon Chaos unbesöhnlich jetzt mich rächen. Und zwar so richtig derbst. Donkey Kong ist schon mal nach unten gefallen, das tut mir überhaupt nicht leid. Die Frau muss nur weg. Die mag ja bei ihrem Mann mal überhaupt nicht. Kann das irgendwie sein? Ich mag ihn auch nicht, deswegen runter mit ihm. Runter mit dir. Ey. Ah, ich muss natürlich auch keine Spielchen machen. Das kennen wir doch schon. Das läuft dann wieder schief. Tschüss. So schön, das Kleid abgefackelt, glaube ich. Aber das interessiert mich nicht. Ich bin hier in dem Part und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Mario Party 2.